Willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind natürlich bereft und kriegen hier gerade fast Besuch. Sehr schön. Auf jeden Fall, wir haben ja, ich nehme meinen Heilkopf runter, erstmal ausgesucht, was Essen und so betrifft. Sollten wir vielleicht mal blank nachlegen, aber hier, guck mal, da gibt es noch ein Moody Steak, den Rest lassen wir erstmal drauf, trinken haben wir. Wir bauen erstmal weiter. Zumindest soweit wir können. Hier, das können wir mitnehmen. So, die Kajüte ist ja erstmal fertig. Hier war doch eben noch Holz. Den machen wir erstmal hier, oder? Wir brauchen natürlich erstmal die. Ich weiß nicht, wann Mutti jetzt wiederkommt, aber erstmal haben wir Mutti ausgeschaltet. Ich hoffe, Mutti kommt nicht allzu schnell wieder. Obwohl das, glaube ich, nicht lange dauert, wenn ich mich nicht täusche. So. Ja gut, wir müssen eigentlich noch erstmal auf die gleiche Höhe wie der Rest vom Fluss. Und brauchen auch noch jede Menge Eisen. So, das war erstmal Holz. Wird mich jetzt erstmal... Holz haben wir garantiert gleich schon wieder angesammelt. Hier einmal kurz, zumindest solange wir noch Eisen haben. Ums Festdecken kümmern. Damit sie hier gar nicht erst rumknabbert. Sehr schön. So, ja, damit wir zumindest die eine Seite schon mal fertig haben. Das ist ja schon mal was. Jetzt gehen wir mal ganz kurz hier aufsammeln. Irgendwie hat das Fluss sich wirklich gedreht. Oder die andere Seite ist voll. Das kann doch nicht sein. What? Schon wieder da? Wie heißt der Hai jetzt? Ich habe den Namen nicht gesehen. Wie heißt der jetzt? Hai Happenhuha. Das ist auch gut, ja. Gut, den haben wir jetzt keine Mutti mehr. Jetzt haben wir Hai Happenhuha. Oh, nee, schlecht. Das passt doch, okay. Hai Happenhuha. Was doch? Hüps. Okay, warte mal. Ich muss mal kurz ausleeren. Holz kann rinnen. Sehr schön. Blätter. Ah, der ist von unten genommen, ne? Naja, viele Blätter haben wir ja nicht verbraucht. Warte mal, dann machen wir mal kurz Seile. Noch ein paar mehr. Was machen die Truhe da? Okay. So, Seile kommen auch gleich noch mit drin. Plastik kommt drin. Dann hauen wir hier auch mal kurz die mit drin. Den können wir eigentlich nochmal schnell so ein Moody Steak reinpfeffern. Eins zumindest. Und hauen hier mal kurz die Rübe und die Kartoffeln auf den Grill. So, die ist ja schon mal gar. Die ist auch gar. Hier, die kannst du auch gleich reindrücken. Genau, wenn du die Rübe reindrücken kannst. Dann hauen wir die zwei Kartoffelkies auch noch auf den Grill. Dann passt das doch. So, Schrott, das braucht man ja nur beim besten Willen nicht im Inventar. Den gehen wir hier nochmal kurz durch. Haken das aber auch gleich wieder weg. Einfach nur, damit wir wirklich mal länger als nur 2 Sekunden bauen können. Und Materialien gibt es hier gut. Ich will auch so langsam mal was schaffen. Oh, warte mal, wir sind garantiert wieder so gut wie voll. Rinder, hier. So, Blätter. Ah ja, zumindest ein paar haben wir verbraucht. Plastik, das kommt selbstverständlich auch rin. Und hier, das kann auch rin. Naja, dann knappert die gute Mutti ja gleich wieder, ne? Aber was Essen betrifft, haben wir jetzt wirklich erstmal ausgesucht. Hier. Hau Riff. Hau die nochmal rauf, wir kriegen gar nicht alles rauf. So, Mutti, du hast doch bestimmt wieder irgendwo rumgeknabbert. Das kennen wir doch schon. Ich höre sie doch. Ejo, hier war sie gerade. Okay, das war so klar. Das war so klar, hier will ich jetzt aber nicht festdecken. Da kommen wir noch mehr zu. Wir machen erstmal hier, oder? Zack. So, hier muss aber auf jeden Fall nochmal ein bisschen. So, so. Und dann bauen wir hier jetzt erstmal zumindest... Wir müssen halt damit leben, dass wir die anderen Sachen halt öfters mal reparieren müssen. Oder besser gesagt, ist ja nicht... Hi, Happenhuhaha. Ist es ja jetzt. Mutis Cousin. Mutis Cousin, Hi, Happen.
Einmal, bevor ich erstmal hier, bevor ich das tausendmal neu drehen muss. Sehr schön. Den hier einmal. Holz ist eh gleich wieder weg. Jo. Aber immerhin, hier dürfte Mutti eigentlich nichts mehr rausreißen. Ich weiß nicht, ob ich hier noch, ob das geht, wahrscheinlich nicht. Da ist ein Balken zwischen. Ne, wir ziehen hier so die Decke rüber. Dann müsste das definitiv gehen. Wir brauchen Holz und wir müssen mal was trinken. Und dunkel wird es auch schon wieder. Da ist auch eine Insel. Welche Richtung geht denn der Wind? Okay, da kommen wir nicht hin. Da müssen wir gegen den Wind fahren. Das funktioniert nicht. Oh, mal trinken. Sehr schön. Einmal auffüllen. Hier, blanke Nummer drin. Das gleiche gucke ich hier aber auch nochmal nach. So, dann legen wir uns kurz schlafen. Und den müssen wir sowieso wieder trinken. So. Hier ist schon wieder alles voll, okay. Aber wir brauchen die Materialien. Wir brauchen die Materialien. Bloß Blätter, das wären echt eindeutig zu viele langsam. So, hauen wir uns zum Frühstück ein Mutti-Steak rein. Dann passt das. Warte mal, wo ist der Grill? Wir nehmen das hier auch einmal kurz runter. So, die gehen noch rauf. Zack. So, warte mal ganz kurz. Seil natürlich nicht. Stein kann hier mit drin. Schrott. Kann hier auch einmal kurz mit drin. Wir müssen hier einmal kurz aussammeln. Das nützt alles nichts. Da ist die nächste Kartoffel. Können wir auch gleich wieder auf den Grill hauen. Wir kriegen hier aber auch eine Menge eingesammelt jetzt, ne? Cool, okay. So, Holz drin. Blätter sind immer noch voll. Oh, hier, hau drin. Den Rest schmeißen wir jetzt weg. Kann ich ständig alles zu Seilen machen. Also Seile kriegen wir auch so andauernd. Wichtig ist momentan echt Holz und Plastik. Sehr schön, einmal kurz zum Grill. Hier, die ist auch schon fertig. Warte mal kurz. Hau die drei Kartoffeln drauf, mein Freund. Haben wir Holz ein Steak in ein Biesle. Rinder. Ah, davon wollten wir jetzt wegschmeißen. Da ist drin. Haben wir noch Seile? Nein. So, Steine drin. Wir haben jede Menge Essen einstecken aktuell. Aber das ist schön, das ist schön. Die Blätter schmeißen wir gleich im Müll. Müsste doch gehen, oder? So, kann ja gerne wegtreiben. Wir müssen aber trotzdem noch mal ein bisschen sammeln, weil wir brauchen noch mehr Holz. Mehr Hulzi, Hulzi, Hulz. Hulz gibt's ja so auch gut, also da kann man sich nicht beschweren. Hier ist ja auch noch jede Menge drin. Ich hab ein Huhaha garantiert wieder irgendwo reingebissen und ich hab's nicht mitgekriegt. Das sehe ich schon kommen. Jep. Oh mein, wo ist er? Ja, okay. Da kommt man gar nicht mehr mit Sammeln hinterher. So, erstmal rennen damit. Holz brauchen wir auf jeden Fall. Leder kommt gleich weg. Plastik kommt erstmal rennen. Hier, wir haben noch zwei Säule. Die kann auch rennen. So, warte mal. Raus. Hier, wir haben noch drei Rüben. Die können auch gleich alle drei rauf. Lüft doch. Den essen wir noch ein schönes Mutti-Happen. Wir trinken noch ein Schlückchen, schmeißen die Blätter ins Wasser und dann machen wir erstmal weiter. Sonst wären wir nämlich nie fertig. So. Einmal raus. Und das auch raus. Sehr schön. Natürlich hat Hai-Happen hier rumgeknabbert. Natürlich. Nichts anderes erwartet. Das ist sehr schön. Da ist so ein Fluss da vorne. Wir müssen jetzt erstmal hier weitermachen. Dicher. Natürlich gleich das.
Zack, 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 zack. So, jetzt muss ich mal ganz kurz googeln. Wir haben jeweils zwei, ne? Jo. Denn erstmal Winde. Die sind hier. Eins, zwei. Hier wäre eine Tür. Genau. Eins, zwei. Jo. Sieht gar nicht mehr so schlecht aus mit dem Pfosten dazwischen, ne? Auch wenn wir sie wahrscheinlich nicht mehr brauchen, aber... Es müsste denn bis hier gehen, ne? Dann hätten wir die zweite Kojüte nämlich auch. Hier müsste natürlich dann auch die Wand vor. Wunderbar. Das wäre die zweite Kojüte. Davon will ich gerne vier Stück haben. Auf jeden Fall. Haben wir mal gucken. Hier wäre dann auch wieder. Eins, zwei, Tür. Eins, zwei. So. Ist das Holz aus? Aber so langsam, aber sicher kommen wir hier mal voran. Ja, es wird ein etwas größeres Floß. Haihappen ist hier garantiert schon wieder irgendwo auf der Lauer, da bin ich mir sicher. Aber noch bewegt sich das Floß, ne? Noch ja, also noch ist es nicht zu fett. Ach, wir treiben vorbei, okay. Und dann denke ich mal, haben wir doch später auch genug Platz oben für das Funkgerät mit den Antennen, oder? Sollte eigentlich. Dim, 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 dim. So, einmal kurz was drängen. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, weil ich den Hai dadurch natürlich kaum noch sehe. Ehrlich gesagt, nervt der Hai auch ein bisschen. Aber gut, das ist halt Raft. Noch irgendwas einstecken zum Rösten? Ne, aktuell nicht, aber gleich garantiert. Wir müssen hier mich einmal sammeln. Das nützt alles nichts. Wir brauchen das Holz. Wir sind jung. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Hm? Jo. Leicht voll. So, Holz erstmal drin. Ich sag doch, wir haben wieder was zum Sammeln. Die fliegen ja wieder Müll. Plastik kann drin. Seil haben wir nicht. So, hier kommen die Steine rein, Blätter fliegen raus. Wir hatten noch irgendwo noch Schrott drin. Ist aber auch schon wieder so gut wie voll. Ich glaube, wir sollten mal eine eigene Schrottkiste bauen oder so, ne? Wäre zumindest mal eine Idee. Hm. Kriege ich nichts von mir Schrott rein? Na, hier kriege ich noch ein bisschen rein. Sehr schön. So, warte mal. Einmal. Runter. Warte mal, den Heuhappen kannst essen. Den hauen wir auch mal die zwei Rüben drauf. Und wir haben auch noch eine Kartoffel, die kannst auch raufhauen. Modi, Heuhappen, ich hab dich gehört. Wo bist du? Ich hab dich gehört. Da ist Heuhappen. Ich glaube, ich muss mich mal wieder um Heuhappen kümmern, du. So, auf jeden Fall haben wir genug essen. Ja, ja. Das geht so nicht, das geht so nicht. So, ich meine, wir haben jetzt noch nicht viel Holz, aber zumindest ein bisschen. So, das müsste denn hier lang. Okay. Drei Wände fehlen noch, dann hätten wir Kajüte Nummer 3 auch fertig. Naja, Türen brauchen wir noch. Und jetzt sieht man schon, ich muss mir noch weiter raus. Das war zu vermuten. Dim, dim, dim. Weiß garantiert gleich wieder irgendwo rein, da bin ich mir sicher. Das kann Hai haben ja zu gut. Und wir brauchen auf jeden Fall Holz. Natürlich, ich höre ihn auch schon wieder. Wo ist er? Hai haben? Zumindest kann er mir die Seite da nicht mehr kaputt beißen. Das ist ja auch schon mal was. So, warte mal. Essen. Ah, irgendwo knabbert er rum. Irgendwo. Ah. Nee. Eieieiei. Ich kam gerade so schnell nicht auf den Speer. Okay. Rechnet ja auch kein Mensch mit, dass er direkt vor meiner Nase auftaucht. Zumindest konnten wir mal was retten. So, nehmen wir mit hier.
sehr schön. Wir brauchen auf jeden Fall noch jede Menge Holz. Hier ist ja schon wieder alles voll. Aber ich glaube, ihr seht hier so ungefähr, welche Ausmaße das Floß später kriegen wird. Ich hoffe nur, ich kriege das später noch, so viel habe ich mittlerweile erfahren, noch bewegt. Umso größer das Floß ist, umso schwerfälliger bewegt das. Du brauchst, glaube ich, nachher schon 5-6 Motoren, damit das Ding sich überhaupt noch bewegt. Mal gucken. Das könnte natürlich noch ein bisschen schwierig werden, aber dann werden wir mal gucken. Hier, das kann erstmal alles rennen. Leider erstmal gar nicht. Seil haben wir noch 2. Hier war Plastik. Aber danke. So. Hier sind Seile. So, nimm mal runter das Esen. Blanken kannst du gleich reinlegen. Warte mal, hier haben wir noch 2 Rüben, die rauf können. Ich glaube auch so langsam, ich brauche eine Kiste für Essen. So. Ich meine, wir haben jetzt nicht viel Holz einstecken. Allerdings möchte ich hier schon gerne zumindest die Wand fertig machen. Ne? Dann haben wir zumindest schon mal 3 Kajüten fertig. Hier dürfte Heihappen auch echt nichts mehr abkauen können. Eigentlich. So, die Türen fehlen noch. Ach komm, scheiß auf die Insel, die brauchen wir jetzt nicht. Nehmen wir natürlich auch gleich die besseren. Zack. Und hier auch nochmal. Sehr schön. Es werden zumindest schon mal 3, aber hier kommen auch noch eine hin. Auf jeden Fall. Wir müssen jetzt aber erstmal weiter ausbauen. Warte mal, warte mal. Wir müssen ja noch weiter in diese Richtung. Und ich glaube, das hier vorne wird dann so langsam mal... bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Hier kommt auf jeden Fall noch eine Kajüte hin und dann kommt langsam mal so spitz zusammenlaufen. Würde ich sorgen, dann geht das mir so langsam mal Richtung Bug. Oder wie heißt es beim Schiff? Bug? Heck? Ja, Heck ist hinten, Bug vorne, ne? Ne, der beste Bug. Sehr schön, hier fehlt echt eine Tür an der Seite. Du kannst mir erzählen, was du willst. So, nehmen wir erstmal hier wieder Lego-Zeugs mit. Das brauchen wir alles. Also ich glaube, Plastik können wir uns auch erstmal für längere Zeit nicht mehr beschweren, ne? Ab und zu sind hier mal Bretter, aber die meiste Zeit fängt das hier vorne ab. Okay, guck mal, den zum Beispiel. Oh, warte mal, Heihappen. Hab ihn gehört. Hier ist Heihappen. Du hast doch garantiert irgendwas abgebissen, ne? Ja, natürlich hast du was abgebissen. Egal, egal, das kriegen wir hin. All ist in bester Ordnung. Jetzt wird hier erstmal Holz eingelagert. Aber Dolly. So, Blätter haben wir ja eh nicht mehr. Plastik. Haben wir eben auch ein bisschen was verbraucht? Klar doch. So, 2 Eisen haben wir nur noch. Das ist nicht toll. Wir haben hier auch noch Kartoffelkies drin. Okay. Hier passt noch ein bisschen Schrott drin. Ja, und die Blätter, die kommen weg. So, warte mal. Ich muss mal ganz kurz. Wichtig, wichtig. Erstmal wollte essen. Ich meine, Essen ist, glaube ich, nicht mehr so das Problem. Frühstück wartet da auch schon. Bevor es hier zu viele werden, kann man gerne mal was reinpfeffern. Kümmern wir uns mal kurz um unser Frühstück. Sehr schön. Können wir die mich auch gleich mit auf den Grill hauen? Trinken müssen wir definitiv auch was. So, was sind die noch mit drin? Na, hier auf jeden Fall nicht. Hier auch nicht. Hier nicht. Irgendwo hatte ich doch noch Federn drin, da bin ich mir sicher. Auch wenn die nicht mehr weiß, wo. Alles voll hier, wir haben so viele Federn. Okay, weißt du was? Federn. Fisch. Sehr schön. Wir müssen aber auf jeden Fall noch was trinken. Wenn mir jetzt zumindest hier drinnen liegt. Das war mal wieder nicht fertig. So, wird fertig. Und ich glaube, wenn ihr mir nicht täuscht, hat Heihappen wieder irgendwo rumgeknabbert. Ist da kein Wasser drin, oder? Da ist kein Wasser drin, ne? Warum nicht? Das verdunstet? Füll doch immer Wasser nach.
Ah, okay, dann legen wir uns eben so schlafen. Hauptsache, wir sehen was. Aber wie gesagt, wir kommen irgendwann an den Punkt. Doch wird definitiv da nirgendwo mehr knabbern können. Ja, ja. Da werden wir hinkommen. So, vorne noch mal ein paar Rüben, mein Freund. Für ein Frühstück ist es gerade ausreichend. Den erstmal die Kartoffeln als nächstes. Da ist gerade nichts. Die haben wir aber auch noch in Ersatz. Also wir haben erstmal Essen, so ist es nicht. So, blanke Nacht. Ist noch nicht ganz fertig, haben wir aber gleich. Ich will erstmal ein Lückchen trinken, den müssen wir hier definitiv nochmal aussammeln. Sehr schön. Rinder. So. Sind wir wieder gut gestärkt? Haben auch Platz. Sehr schön. Dann geht hier nochmal eine Sammelorgie los. Hier brauchen das Zeugs hier. Yep. Wunderbar. Blätter fliegen gleich wieder weg. Definitiv. Rinder mit. Da nicht. Hier Plastikhorn drin. Seil haben wir gar nicht. Nein. So, warte mal kurz, mein Freund. Du kannst hier auch eine Kartoffel auch hier auf den Grill hauen. Hier, weg. Weg. So, hier war Hi-Happen nicht zugange. Gut. Ich würde es nicht wundern, wenn Hi-Happen hier irgendwo rumgeknabbert hat. Sehen tue ich gerade nichts. Ist aber auch nicht so schlimm. Wir haben hier nicht genug Eisen, stelle ich gerade fest. Boah, teuer diese Wände, ne? Wenn ich erstmal so sagen darf. So, reicht das überhaupt? Wir müssen erstmal verstärken. Zumindest zwei Stück, weil da kommen wir nicht. Aufgrund von kein Eisen mehr. Das ist zumindest ein Anfang. Muss ja sowieso mal was gucken. Wände. Wir bräuchten ja nochmal zwei Wandzimmer, ne? Eins, zwei. Genau, hier müsste die Tür hin. Eins, zwei. Der müsste definitiv hier wieder lang. Okay, das könnte übel werden. Hier müsste hin, denn wir haben ein Eisen zu wenig. Aber zumindest so einigermaßen schon mal. Hier kommt ja auch noch die Wand vor, den fällt das gar nicht mehr auf. Da war Hi-Happen zugange, siehst du mal? Sehr ich doch. Okay. Ganz schlimm mit diesem gefräßigen Hai. Ganz, ganz schlimm. Gut, essen, trinken. Gucken wir gleich. Lüft alles noch. Wir müssen aber kurz einsammeln. Wir brauchen mehr Holz. Und vor allem mehr Eisen. Dass man Eisen nicht aus Fässern kriegt, finde ich ehrlich gesagt etwas schade. Das heißt, wir sind echt gezwungen, jetzt schon wieder eine Insel einzusteuern. Nur damit wir mit dem Floß weiterkommen. Blasigeren. Säule rein. Hier, wo sind noch ein paar Stornchen rein? Schrott. Wo hatten wir Schrott drin? Hier ist voll. Ist auch voll. Ah, ich glaube, ich muss auch echt mal eine eigene Schrottkiste bauen. Da führt kein Weg dran vorbei. Wird hier alles viel zu viel. Irgendwo hatten wir da eben noch Schrott reingepackt. Naja, hier. So, und Blätter, die fliegen definitiv raus. Aua. Sag mal, mach doch. Hau mir die Tür vor der Nase zu. Tut das denn Not? Das muss doch nicht sein. Absolut nicht. Sehr schön. Na, Hi-Happen, ich sehe dich doch. Hier, nimm mal die Kartoffeln runter. Guck mal, Frühstück ist auch angekommen. Dann bin ich wieder zu doof zum Treffen. Sehr schön, sehr schön. Warte mal kurz. Die kommen gleich rauf auf den Grill. Die kommen wieder runter. Die Federn kommen weg.
Oh, einmal kurz was trinken. Wir fühlen aber auch. Gut, unser Fluss ist eigentlich noch relativ klein, finde ich. Das geht größer. Das geht definitiv größer. Wir brauchen auf jeden Fall Eisen. Da war ich, hat man auch wieder zu Gänge. Ich sehe aber auch gerade keine Insel, die wir ansteuern können oder so. Nö. Wir sind hier mitten auf dem Meer. Oh, wir müssen unbedingt wieder auf eine Insel. Unbedingt. So. Sehr schön, sehr schön. Was haben wir denn hier drin? Keine Ahnung. Wann habe ich die denn gebaut? Ja, da holen wir hier einen Schrott rein, würde ich sagen, wa? So, Holz drin. Wunderbar. Hier, Leder kommt weg. Hier kommt erstmal Plastik mit drin. Jo, dann haben wir hier einen Schrott rein. Dann haben wir das Problem nicht mehr. Da muss ich mal kurz was googeln, wo wir jetzt überall Schrott drin haben. Hier nicht. Hier ist noch Schrott. Hier ist noch Schrott. Hier nicht. Hier auch nicht. Da ist noch Schrott. Hier ist kein Schrott. Gut. Dann haben wir hier nämlich einen Schrott rein. Sehr schön. Und einmal kurz hier unser Frühstück runter. Wir haben noch eine Kartoffel. Ach, Eihappen. Muss das denn immer sein? Man kann doch nicht vernünftig bauen. Ne, hier war nichts. Aber wie gesagt, das ist halt das Problem ist, ich kriege ihn auch selten mit. Ich kriege ihn wirklich selten mit. Wir brauchen Eisen. Wir brauchen dringend Eisen. Wir haben mal wieder das kleine Problemchen. Aber weit und breit gerade nichts zu sehen. Nö. So viele Flächen hat ja Heuhappen nicht mehr, wo er Heuhappen reinbeißen kann. Also, das müsste so langsam... Aber Heuhappen, wir kriegen die schon noch, wir kriegen die schon noch. Wart's ab, wart's ab. Wir haben Mutti gekriegt, wir kriegen auch Heuhappen. Okay. Da ist eine Insel. Jo. Ich hoffe, die liegt nicht gegen den Wind. Ich glaube, das ist eine große, das ist egal. Nö, die liegt nicht gegen den Wind. Drehen wir das Segel. Einmal komplett. So, einmal öffnen. Wir fahren die Insel an. Große Insel ist vorne nicht so viel. Das ist eine große. Das ist definitiv eine große. Aber. Dort ist egal. Einmal. Danke. Hier, 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 hier. Dreh das Segel mal richtig. Wir schippern gerade voll vorbei. Das muss nicht sein. Das muss absolut nicht sein. Ich muss ein bisschen gegen die Strömung so. Warte mal. Wir machen es einfach so. Wir sind zwar ein bisschen weit weg, ehrlich gesagt, aber ist doch eine kleine Insel. Hauptsache, wir schippern nicht vorbei. Das muss nicht sein. Wir können ja Heilkopf aussetzen. Wir müssen ja eh ins Wasser. Nützt ja alles nichts. So, die Rübe ist auch fertig. Sehr schön. Die kannst du auch gleich fudern. Den hier. Kartoffeln kannst du auch mal ein paar fudern. Wir hauen trinken natürlich auch gleich noch voll. Eine geht noch. Sehr schön. Dann werden wir hier mich erstmal nach Eisen suchen. Wir brauchen Eisen. Ich muss das Dorf verstecken, sonst kommen wir nicht weiter. Wir brauchen ja auch noch jede Menge Eisen für die andere Säule, ne? Also, geht nicht anders. Planke hin. Sehr schön. Wir müssen eh gleich nochmal ein Schlückchen trinken. Noch sind wir nicht voll genug. Das heißt, wir werden hier noch einmal wegsammeln. Und hier zaut uns das Fluss zumindest nicht ab. Das heißt, wir können uns auch mal um Heuhappen kümmern. Das ist sehr schön. So, Holz geht hier auf jeden Fall erstmal wieder drin. Wunderbar. Die haben wir eh voll. Hier geht noch ein bisschen Plastik mit drin.
Säulen haben wir ein. Hier, Schrott geht drin. So, brauchen wir eine Kiste für Steine eigentlich schon, weil wir sie andauernd kriegen. Dann hauen wir die so eine Rübe dann nochmal rauf. Zack. Blätter raus. Und so weit sind wir doch keine Flettensee weg. Wunderbar. Den Lüfter sehen. Dann können wir hier so ein Schlückchen trinken. Dann können wir hier einmal absuchen. Wir können natürlich auch das Holz mitnehmen auf der Insel. Die zwei Bäume, die da sind. Aber. Ja, hier hat man auch schon zugange, sehe ich gerade. Gut, das muss ich jetzt aber noch machen. Ich kann natürlich nicht unfertig unser Fluss verlassen. Ich muss natürlich die Löcher, die Hi-Hatten gemacht hat, sonst fahre ich da rein, einmal kurz reparieren. Noch irgendwo Löcher? Mö? Aktuell zumindest nicht zu sehen. Hier kann Hi-Hatten ja auch nicht. Hier ist er eh noch nicht fertig. Das geht ja noch viel, viel weiter. Sehr schön. Den Lüfter. Gut, Essen haben wir, Trinken haben wir, alles Lüft, Heikopf haben wir dabei. Den geht's hier erstmal auf Tauschstation, wir brauchen Eisen. Ich will einiges noch einmal ein Schlöckchen trinken. Da muss ich auch mal gucken, ob es da was Besseres gibt. Das ist ja nicht viel, was da rauskommt. Sehr schön. Allerdings sind wir für heute am Ende. Morgen geht es ja selbstverständlich weiter, denn erstmal wieder auf Tauchstation, damit wir Eisen kriegen. Ich hoffe, wir finden mal ein bisschen mehr. Wie gesagt, das wird ein Großbauprojekt. Das muss ja auf jeden Fall fertig. So quasi eigentlich nur das Unterdeck und die Mitte des Schiffes bis jetzt. Aber das kriegen wir schon noch hin. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.